Refactory. So, ich werde jetzt die ganze Strecke hier nochmal machen müssen. Es hat nicht geklappt. Es hat schlicht und ergreifend hat's nicht geklappt. Ui, ja, da fährt er schon rum. Der nervt auch ganz schön. Warum? Vorfahren. Fahrzeug beladen. Und zurück. Jetzt fahre ich die mal aus dem Weg. Was mache ich jetzt? Gleich oder von vorne? Mensch. Ja, gut, alles gut. Alles gut, schön. Was ist das? Was im Truck drin war. Ach Mensch, wo mache ich das denn hin? Dann raus. Dann raus. Das kann raus. Das kann raus. Kohle kann raus. Nicht das gleiche nochmal machen. Vielleicht nicht ganz so schnell. Das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Und das nehme ich. Der Rest kommt. In Müll. Vielleicht so. Und so. Nochmal einen Truck aufbauen. LKW. LKW-Watsch in die Richtung. Steht doch schon gleich dumm darum, ne? Gut. Okay, so. Dann wieder mit Q. Aufnahme starten. Und los geht's. Da ist die richtige Richtung. Ups. Ja, ist es. Okay. Egal, ob das jetzt passt oder nicht. Ich muss hier nur irgendwie sicher durchkommen. Und dann fahren wir am besten langsam. Ganz langsam. Frage ist, können wir hier außenrum irgendwo fahren, wenn wir hier zurückfahren oder müssen wir da lang? Naja. Warum hat das auch nicht mehr funktioniert? Mensch.
alles gut. Ich glaube, wir müssen wieder hier lang. Oder? Ich versuch's mal da lang. Auf dem Rückweg brauchen wir ja nicht unbedingt an der Station da vorbei, ne? Okay. Ist jetzt noch fummeliger als vorher. Juhu. Da springt er, ne? Mhm. Aber hier müssen wir durch. Nicht zum Ziel. Nee, gut. Boah, das. Ich glaube, das wird er nicht überleben. Wenn er alleine fährt, das wird nichts. Glaube es nicht. Zack, lade. Gut, immer. Und jetzt fahre ich da ganz langsam durch. Parkt er und gibt Gas. So, jetzt Route speichern mit R. Plastik. Okay, und jetzt kann ich doch erstmal die Route ausblenden mit X, dann Q. Nee. Route ein, ausblenden, Route speichern, Route laden. Route laden geht auch nicht. Warum geht das jetzt nicht? So, jetzt nochmal ran. Route laden, V. Plastik. Fahrt laden. Kann ich jetzt mit U bitte Autopilot aktivieren mache? Was jetzt? Was tut er da? Was genau tut er da? Warum fährt er nicht? Hat er ein bisschen Schwung gekriegt. Wo will er hin? Ist ja nicht normal. Junge. Oh, nicht umkippen, wenn es geht. Ist er über den Berg. Okay, jetzt steige ich mal wieder aus. Oder ich mache hier mal deaktivieren. Wegpunktanzeige mache ich mal wieder aus. Ich lade. Nee, speichern wollte ich nicht. Mama,
Was ist denn jetzt schon wieder los? Aufnahmen? Nee, 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 nee. Laden. Plastik. Bad laden. Hey. Dann. Autopilot aktiviert. Oder auch nicht. Autopilot aktiviert. Jetzt gehe ich raus. Und was macht er? Alles Mögliche. Nur nicht das, was er soll. Guck mal. Er fährt überall rum. Nur nicht dahin, wo er soll. Du lieber Herr Gesangsverein, was macht er denn da? Wurf. Das hatte ich mir fast gedacht. Und jetzt kommt er hier nicht mehr weiter. Warum? Route löschen. Ah. Baute laden. Bad laden. Jetzt habe ich jetzt die Route gelöscht. Ja. Ach, Wegpunkte Anzeige, Wegpunkte ausblenden und Wegpunkte und Route löschen. Okay, gut. Ja, alles klar. Alles klar. Gut. Bin ich jetzt nicht klar, aber war jetzt ganz langsam. Und zwar fange ich hinten an. An der ersten Station, da nehme ich das auf. So schwer nicht sein. Aber naja, ich habe hier auch den 3D-Drucker nicht verstanden. Also wie man speichert. Also das mit dem Speichern hier, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. War ganz langsam. Ganz langsam. Bremsen. Bremsen. F. Oh, warte, ich habe ich die Aufnahme gestartet? Aufnahme starten. Okay. Ja. Aufnahme ist gestartet. Fahr lieber langsam. In der Hoffnung, dass es dann geht. Das war jetzt nicht gerade sehr, sehr langsam. Nicht dagegen fahren, nicht dagegen fahren, nicht dagegen fahren, nicht dagegen fahren. Egal, F. Oh, entladen. Jetzt ganz langsam wieder den ganzen Weg zurück. Aber jetzt mal extra nur einen anderen Weg, also so ein bisschen an dem hier vorbei, damit die sich nicht überschneiden. Da hinten natürlich noch mal nicht geht. So, jetzt sehe ich nichts. Sehe ich nichts. Jetzt sehe ich nichts.
Güte. So, und jetzt nicht dahin, weil da soll er ja bitte nicht mehr stehen bleiben. So. So lang. Ist aber auch hügelig. Was sagen wir mal, ohne Unfall durchkommen. Aber hier rollt er ja. Ja, dann können wir hier. Ich sagte noch, wir können hier wieder Gas geben, aber war nicht. Dann muss ich den einen oder anderen Punkt da nochmal löschen. Der hat aber einen schweren Stand hier, dieser Wasserfloh. Dieser Riesenfloh. Der ist ja immer da. Wenn das nicht geht, muss ich wieder Förderbänder bauen. Das sieht zwar dann scheiße aus, aber was soll ich denn machen, wenn die Dinger hier nicht funktionieren? Ja, Züge bauen, werdet ihr jetzt sagen. Aber Züge? Bauen wir einen Zug hier durch. Das ist ja noch abenteuerlicher. Oder etwa nicht. Und allein die Zugstationen sind ja schon riesig. Viel langsamer geht es jetzt nun wirklich nicht. Ganz langsam ran. So. Ich glaube, wir sind durch. So. Speichern, ne? Oder wir Aufnahme stoppen, also. Speichern. Punkte ausblenden. Jetzt machen wir langsam. Wo sind meine Wegpunkte hin? Hä? Wo sind meine Wegpunkte hin? Pilot aktivieren. Oder? Nein. Es gibt keine Wegpunkte. Nicht Spielladen. Ich wollte hier so. Ne? Plastik. Das ist ja das Ding von eben. Fahrzeuge keine. Okay. Radladen. Autopilot. Aktivieren. Nee, bleib hier. Bleib hier. Bleib schön hier. Ja. Oh. Nein. Nicht gut. Aua! Was war denn das jetzt schon wieder? Nein, bleib hier. Ich
werde das jetzt noch 3-4 Mal machen, weil das jetzt noch 10 Mal zu gucken, ist vielleicht ein bisschen uninteressant für euch. So, steht er? Er steht. Okay. Also, das funktioniert nicht mehr. Ich habe jetzt 3-4 Mal ganz langsam bin ich hier durchgefahren. Und er bleibt immer irgendwie stehen. Dann fahre ich mal ein Stück vor. Vielleicht da hinten hin. Wo es dann eigentlich normal weitergeht. So, ne? Also in die Richtung soll er jetzt ja weiterfahren, wenn ich jetzt aussteige. Er macht alles Mögliche, er findet seinen Weg nicht. Okay. Laden. Den hier bitte laden. Ist geladen. Rote Laden mit V, ne? Hier. Radladen. Okay. Dann. Audiopilot aktivieren. Okay, wenn ich jetzt rausgehe. Ja, alles gut. Gut gemacht. Wo ist er? Sehe ich ihn auf der Karte? Müsste ich eigentlich, ne? Da fährt er. Fährt, ja, er fährt. Er fährt zwar unterirdisch, da kommt er wieder raus. Okay. Junge, 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 Junge. Was ist denn das für ein Rumgeklitsche, ey? Das ist doch nicht normal. Guckt euch das an. Wo kommt er wieder raus? Da kommt er raus. Stell mich mal da hin. Ja, alles klar, gut. Und jetzt fährt er wieder rückwärts in die Sanddüne rein. So, keine Ahnung. Da hinten ist dein Weg. Fahr doch einfach dem Weg nach. Fahr dem Weg nach. Er macht hier alles Mögliche, nur nicht das, was er soll. Okay. Und wenn ich doch hier jetzt aussteige, müsste der doch automatisch hier weiterfahren. Ach, alles. Noch nicht das, was er soll. Ja, guck. Fährt er dagegen? Hier soll er nicht laden, soll gar nichts machen. Warte mal. Ich fahre mal wieder an Anfang. Das war hier irgendwo. Hier war der Anfang. So, ne? Dann müsste er rausfahren, da hinten hin und dort einladen. Ja, sowas ähnliches macht er. Er lädt ein. Und dann hat er keinen Plan mehr, wie es weitergeht. Dann ruckelt er hier rum und macht nichts. Ja. Noch einmal aufnehmen. Gut, ich mach's noch einmal. Okay, er macht nichts. Ich lass den jetzt mal vielleicht besinnt er sich ja irgendwann besser, aber ich glaub's eher nicht, ne? Das ist nur nie während der Vorfahrt. Und dann will er wahrscheinlich wieder zurück zum letzten Punkt. So, ich bleib jetzt mal hier stehen.
drücke Q, mache ihn bitte laden, Fahrt laden. Okay, und dann nochmal Q, Autopilot aktivieren. Geh raus. Jetzt soll er rückwärts fahren. Warum? Warum macht er das? Hat jetzt nicht kapiert, wo Anfang und Ende war oder was? Hallöchen, jetzt steht er wieder da. Wie geil ist das denn? Nee, das geht so nicht. Also bis das, sagen wir mal, fertig ist, muss ich hier anders agieren. Und zwar, hier kommt alles zusammen. Okay. Dann kommt das. Erstmal provisorisch. Da lang. Und zwar es geht jetzt sonst nicht anders. Also, ich habe keine Ahnung. Lag es an dem letzten Update? Ja, es ist halt immer noch experimental, ne? Darf man nicht vergessen. Normalerweise sollte das doch funktionieren. Also falls der mal wieder läuft, will ich das eher so setzen, dass das ja an ihm vorbeiläuft, sozusagen. Mir irgendwas? Ah. Na. Wo ist der Eingang? Ich glaube hier hinten. Nicht dadurch. Und dann. Das ist natürlich jetzt blöd. Dahin. Kommt hier in. Du dahin, ne? So, ne? Okay, Förderbandsplitter. So. Dann. Der eine muss hier hin. Und der andere. Daran. So. Dann ist das schon mal wieder angeschlossen. Aber von hinten kommt ja jetzt nichts mehr. Ich gucke mir noch schnell an, wie die Produktion hier läuft. Mit dem Draht. Okay, alles grün. Es war hoffentlich alles grün, ne? Er ist rot. Warum ist er hier rot? Er kein Katheriumerz hat, okay. Okay. Sollte das gehen? Staut sich hier irgendwo was? Nee. Die sind auch nicht auf 100%.
Naja, 66%. Ja, es fehlen ja 45 Barren die Minute, oder? Waren es 30? Waren 15. Okidoki. So, dann. Muss ich hier hin? Okay. Das kommt von da hinten. Kommt hierher. Müsste eigentlich theoretisch nochmal hier mit ran. Da dran. Ein Fusionator kommt hier hin. Geht das? Nee, geht nicht. Ich glaube, das sind zu viele Teile. Wird so, glaube ich, nicht funktionieren. Aber ich habe keine Wahl. Muss das jetzt so machen, bis es wieder läuft. Ihr habt mir jetzt noch gefehlt, ey. Ganz ehrlich. Jetzt lass mich. Spago. Was ist das hier oben hin? Ja, hätte gepasst, wenn ich denn gelandet wäre. Dann Nummer. So, ne? Passt das hier hin? Ah, passt das. Und jetzt dahin? Ach, komm schon. Hier wieder Runner. Viel mehr hier um die Ecke. Ja, falls der hier unten wieder durchdüst. Irgendwann mal. Hm. Hallo? War doch hier irgendwo blau. Hier war es doch blau irgendwann. Da. Müsste dann nach Adam Riese und Philipp Sauer passt der da durch, nichts zu machen. Ja, ich glaube schon. Falls er irgendwann mal sich begnügt. Was ist denn jetzt los? Ach, ihr. Pennt mich mal. Komm schon. Komm schon, was fehlt? Stahlbeton. Ist nicht wahr. Au. Hm, ich werde es erstmal machen und dann später, wenn ich es überlebe, werde ich das. Das sind alles Viererbänder.
Die ganze Produktion steht still. Das Ding müsste voll sein, oder? Jo, ist es. Das kurze Stückchen. Also Stahlbeton. Ach ja. Dieser Neumodische Scheiße. Da steht er immer noch rum. Tut nicht, was er soll. Ist ja immer noch rot. Warum? No power. Ja, das ist natürlich... unfassbar. Nee, nee, nee. Ach je. Das ist gar nichts. Eigentlich wollte ich eine Fabrik bauen. Und jetzt kommt das. Okay. Das Ding hier voll. Ja, das ist voll. Das ist ja richtig gut. Ist es nicht. Obwohl, es werden jetzt hier die Dinger nicht mehr verbraucht, ne? Ich brauche jemals im Leben so viel. Ich schon. Doch, ich brauche jemals im Leben. Industrieller Lagercontainer. Andersrum. Ah. Jetzt wird der voll. Und hier kann wieder produziert werden. Ja, ganze Gummi. Hier raus, Plastik raus. Ja. Oder sollte reichen? Haben wir noch Platten, Stangen? Ja. Auch schwaches Pulver, ne? Ja, von dem haben wir auch nicht mehr allzu viel. Oder? Immer schön kontrollieren, ob da hinten... Da ist wieder alles gelb. Mit welchem Grund? Ich nehme mal an, weil... das hier nicht abgeführt wird, ja. Dachte ich mir. Das dachte ich mir doch. Und warum? Das? Radarlift MK3, okay. Machen wir mal ein Vierer draus. So. Hilft das was? Auch ein Vierer draus. Ihre. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Eigentlich müsste ich hier zwei Bahnen ziehen. Oder hier direkt. Ich glaube, das mache ich auch, dass ich hier irgendwie direkt da hinten hingehe mit dem Turbodraht, ne? Müsste hier ein intelligenter Splitter hin. Das bleibt ja hier nicht so. Ja, no.
Was hier an Gummi jetzt alles, das ist klar. Das ist ja jetzt klar. Das ist ja klar, dass das jetzt so ist. Ich habe hier nur ein Dreierband. Und weil die ganzen Lager voll sind. Deshalb ist das so. Gleich sollte ich da unten mal einen awesome Schredderer hinmachen. Der für den Anfang alles, was übrig ist, einfach mal schreddert. Wäre vielleicht nicht eine dumme Idee. Dann hätten wir wenigstens ein bisschen was von. So, jetzt. Das sollte leer werden, ne? Und hier staut sich wahrscheinlich auch nichts. Nee. Vorne wird sich was stauen. Autosape. Und daneben, daneben. Ja, siehst du? Hier staut sich alles. Ja, komm, da kommt der Schredderer. Wohin? Erstmal hierhin wahrscheinlich, ne? Mhm. Jawohl. Hier läuft's ganz gut. Mittlerweile. Wird sich aber gleich ändern. Und hier stockt's, dort stockt's. Und hier haben wir keinen Überschuss. Ja, vielleicht gibt sich das ja noch. Vielleicht ergibt sich das ja noch. Okay. Ich wollte nur Katerium da hinten hinbringen. Und zwar dorthin. Nee. Draht, ne? Draht. Ja. Katerium, Draht. Wo sollte das hin? Echt dahin? Boah. Ist das weit? Aber nicht zu ändern. Dann machen wir das von hier aus. Ich muss dahin, ne? Irgendwie. Ach, das hatte ich ja ganz am Anfang circa gebaut, ne? Das heißt, hier wird es nicht so einfach funktionieren, dass das jetzt da hinten hinpasst. Das hier soll. Durch das Förderband, ne? Ja, dachte ich mir das. Ach Mann. Doch. Den hier oben. Dann mal. Hier.
dahin gehen. Okay. Dann müsste hier dann der Katheriumdraht hinkommen, ne? Ach, Katheriumdraht, Turbodraht. Turbodraht. Der von hier kommt. Und das ist der Überschuss, ne? Das hier ist der Überschuss. Ah, okay. Dann intelligenter Splitter. Was fehlt mir? Komm hier, Quarasplitter. Nein, intelligenter Splitter. Oh, intelligenter Splitter. Darin, darüber raus. Okay. So, dann. Soll ich hier mal so einen Pfosten hinmachen? So. So vielleicht. Und einen hier hinter. Und dann nach da, ne? Nach da. Okay. Dann. Wo? Oh. Ah, nee. Der guckt dann da raus, oder? Nein, guckt er nicht. Das ist nicht sehr schön, aber funktionell. Das soll es sein. Dann habe ich eigentlich hier mit 4 Meter gebaut. Mann. So. Okay. So. Kommen Sie. Warum wird mir hier nicht angezeigt, wenn es in der Richtung ist? War hier mittig, ne? Okay. Falsch. So, rechts kommt Turbodraht. Und Mitte ist Überschuss. So, und jetzt müsste ich nur noch das wieder wegmachen. Okay. Und schon läuft unser Turbodraht dahin, wo wir ihn hin wollen haben. Hin wollen haben. Genau. Hin haben wollen. So rum. Ja, dieses blöde Mobil, ey. Was ist doch. Warum funktioniert das auf einmal nicht mehr? Hat so schön funktioniert die ganze Zeit. Jetzt kann ich programmieren oder fahren und machen und gedöns. Ja. Und es geht halt nicht mehr. So, jetzt haben wir alles da, was wir brauchen, oder? Ja, haben wir. Dann können wir ja bald anfangen, die Fabrik zu bauen. Muss nur der Kupfer geschmolzen werden und den Rest. Den haben wir erfolgreich woanders angebunden. Erfolgreich. So. Mach ich noch fertig, dann höre ich auf.
Ich habe kein Sitzfleisch mehr. Ja, was soll ich sagen? Okay, okay, okay. Schon wieder eine Stunde und nichts geschafft, ey. Ach. Nicht ganz eine Stunde. 50 Minuten. Und trotzdem nichts geschafft. Ärgern mich. Okay, wir haben's. Wir haben's. Ui. Dann baue ich mir noch ein Türmchen, um zu gucken, was ich nicht geschafft habe. Nee, es war bei... Was war das denn? Logistik. Wo ist denn jetzt der Turm hin? Und ist ein Zoon? Oh, Radarturm wäre auch nicht übel. Mal eigentlich zwei Türme übereinander setzen. Noch nie getestet. So. Da soll er hin, unsere Fabrik. Und hier ist Turbodraht. Es ist alles da. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gehabt euch gut und tschüss.